Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Ländle TV Der Tag. Heute mit folgenden Themen: erfolgreiche Firi-Fachgespräche 2018, drei Konzerte zum Jubiläum der Musikschule Walgau und Saisonabschluss in der Cashpoint Arena. Am Mittwoch gingen in der Wirtschaftskammer Vorarlberg in Feldkirch die Firi-Fachgespräche über die Bühne. Ein besonderer Tag für die Firi-Teilnehmer. Das Banken- und Versicherungswesen ist vielfältig und manchmal auch komplex. Finanz- und Risikomanagement, kurz FIRI, wird ein Ausbildungsschwerpunkt genannt, der genau diesen Bereich in den Vorarlberger Handelsakademien integriert. Seit 13 Jahren wird so interessierten Schülern bank- und versicherungsspezifische Inhalte verständlich vermittelt. Ich glaube, für jeden Schüler bringt es einen Mehrwert, unabhängig, ob man später in der Bank- oder Versicherungsbranche landet. Mit Krediten und Veranlagungen hat man das Leben lang zu tun, unabhängig, welche Berufswahl man später tätigt. Und es ist einfach ein Mehrwert für alle. Also jeder braucht eigentlich mal einen Kredit oder eine Versicherung. Also ist schon gut, wenn man da ein gewisses Verständnis dafür hat. Will man am Ende ein FIRI-Zertifikat in Händen halten, muss man sich bei einem Fachgespräch unter Beweis stellen. Also ich habe mich natürlich darauf vorbereitet, weil man ist dann doch nervös und will es doch schaffen. Ich habe mir die Zeit richtig eingeteilt. Hat man erst einmal Platz genommen, kommen die Antworten fast wie von selbst. Der dreijährige Ausbildungsschwerpunkt hat Früchte getragen. Die Grundzüge des Bank- und Versicherungswesens wurden verstanden. Die Fragen waren sehr leicht eigentlich, weil wenn man, also wir haben ja 3 Jahre FIRI gehabt und wenn man aufpasst hat und mitgemacht hat, dann geht das auch so zum Beantworten. Ja, also ich bin schon der Meinung, dass ich jetzt mal die Frage gut mal beantwortet habe. Meine Prüfung auch kürzer vorgegangen, als wir sie eigentlich gesehen haben. Also denke ich, dass meine Antworten gut gegangen sind. Das hätten sie natürlich auch mehr nachgefragt. Und ich glaube, ich habe einmal sehr seine Zufriedenheit beantwortet. Am 19. Juni wird sich zeigen, wer alle Prüfungsabschnitte bestanden hat und ein FIRI-Zertifikat in Händen halten darf. Soweit ein kleiner Einblick in die FIRI-Fachgespräche. Die Musikschule Walgau feiert am Freitagabend um 18 Uhr das 40-jährige Bestehen mit 3 Konzerten an 3 verschiedenen Orten. Die Musikschule Walgau ist in den letzten 40 Jahren zu einer musikalischen Bildungseinrichtung gewachsen, die in 11 Gemeinden insgesamt an die 1000 Schülerinnen und Schüler betreut und sowohl durch zahlreiche Konzerte als auch durch musikalische Umrahmungen von Veranstaltungen das kulturelle Leben in der Region bereichert. Zur Feier ihres 40-jährigen Bestehens hat sich Direktor Christian Mattis etwas ganz Besonderes ausgedacht. Ja, wir haben uns ganz etwas Spezielles einfallen lassen. Wir feiern in 3 Orten, in Göfis, links vom Walgau, Nütze das rechts vom Walgau und in Nenzing quasi im Süden des Walgaus, haben quasi den Walgau umgarnt, werden ihn musikalisch umrahmen und werden dies mit 300 Schülern zeigen, was wir alles im Angebot haben an der Musikschule Walgau. Ein tolles Ereignis, das von Ländle TV live ins Internet übertragen wird. Gestreamt wird zeitgleich aus Nenzing, Nützidas und Göfis, damit niemand etwas verpasst. Die Besucher und natürlich auch die Zuseher zu Hause erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Musik aus allen Stilrichtungen. Wir übertragen das Jubiläumskonzert der Musikschule Walgau am Freitagabend ab 18 Uhr live auf voll.at sowie auf www.musikschule-walgau.at. Am Sonntag trifft der Cashpoint SCA Altach im letzten Heimspiel der Saison auf den Cupsieger Sturm Graz. Aber auch sonst gibt es ein Highlight für die Rheindörfler. Und zwar wird pünktlich zum Saisonabschluss die Vornburger Fantribüne feierlich eröffnet. Noch ein letzter Schritt bis zur Sommerpause. Am Sonntag ab 17.30 Uhr heißt es in der Cashpoint Arena ein letztes Mal in dieser Spielzeit: Auf geht's Altach, kämpfen und siegen. Im letzten Spiel der Saison treffen Netzer und Co. auf niemand Geringeren als Vizemeister und Cupsieger Sturm Graz. Ich denke, dass die letzten Spiele sicherlich nicht sehr berauschend waren von uns und wollen die Fans, die Zuschauer in Altach nochmal versöhnen mit einem guten Heimauftritt, wollen nochmal alles geben und wenn möglich mit einem positiven Ergebnis abschließen.
Zumal ja durch die Eröffnung der neuen Forumburger Fantribüne eine neue, ganz besondere Atmosphäre herrschen wird. Ja, ich hoffe es. Ich denke, dass sich die Zuschauer, unser Fanclub, das auch verdient haben. Und denke, dass die Stimmung dadurch sicherlich eine andere sein wird. Vielleicht beflügelt uns das dann auch nochmal im letzten Heimspiel. Wir freuen uns aber auch schon auf die kommende Saison, wenn die Tribüne dann wirklich ein fixer Bestandteil des neuen Stadions ist. Und ja, tolle Geschichte für die Zuschauer, für uns als Spieler natürlich auch. Einer, der mit seinen Toren zu einem versöhnlichen Saisonabschluss beitragen kann, ist Angreifer Adrian Grbic. Doch einfach wird's gegen die Steirer nicht, oder? Ja, wir wissen, dass Sturm eine sehr gute Mannschaft ist, dass sie jetzt den Cup geholt haben. Wir werden im letzten Saisonspiel versuchen, alles zu geben, den Fans nochmal einen guten Saisonabschluss zu bieten und die drei Punkte aus Alltag mitzunehmen. Anstoß zum Saisonfinale in der Cashpoint Arena gegen Cupsieger Sturm Graz ist am Sonntag um 17.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung der Südtribüne mit buntem Programm geht ab 16 Uhr in Szene. Mit der Fertigstellung der Südtribüne ist es aber noch lange nicht getan. Die Verantwortlichen des SCA Altach tüfteln seit einigen Monaten an einer Idee, die nun in die Tat umgesetzt werden soll. Die Rede ist von einer Vorarlberg-Arena. Mehr dazu jetzt in den Meldungen des Tages. Neben einem bundesligatauglichen Fußballstadion soll nun auch das umliegende Schnabelholz-Areal eingebunden werden. An fußballfreien Tagen soll Platz für weitere Veranstaltungen geschaffen sein. Bis Ende des Jahres will der SCA Altach gemeinsam mit Experten ein Konzept zur Idee Vorarlberg Arena erarbeiten und auf Investorensuche gehen. Banküberfall in Dornbirn. Am Donnerstagmorgen hat ein 22-jähriger Mann die Sparkassenfiliale in Dornbirn-Haselstauden überfallen. Mit einem Motorradhelm maskiert und einer Faustfeuerwaffe in der Hand forderte er Bargeld und flüchtete. Ein Polizist in Zivil nahm die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte der Mann von der Polizei festgenommen werden. Zum Motiv des Täters gab es vorerst noch keine Erkenntnisse. Vorarlberg Milch zieht positive Bilanz. Die Vorarlberger Großmolkereigenossenschaft Vorarlberg Milch hat im Geschäftsjahr 2017 einen Bilanzgewinn von rund 140.000 Euro erzielt. Der Milchpreis stieg nach dem Krisenjahr 2016 im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 40 Cent pro Kilo an. Soweit die Meldungen des Tages. Was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das erfahren Sie jetzt. Am Freitag tritt die Datenschutzverordnung in Kraft. Die Angst davor ist groß, allerdings unbegründet. Denn 80% der Regelungen gibt es bereits. Bei seinem Überfall auf die Sparkasse Dornbirn wurde ein 22-jähriger Räuber zufällig von einem Polizisten in Zivil beobachtet und konnte anschließend festgenommen werden. Und Vorarlberg Milch erzielt besten Umsatz seit Bestehen. Zum ersten Mal wurde die Marke von 50 Millionen Euro geknackt. Das war's von meiner Seite. Sie sehen im Anschluss noch die Wettervorschau. Ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich freuen, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind. Bis dann. Tschüss. Am Freitag starten wir schon mit viel Sonnenschein in den Tag. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 10 Grad im Bregenzer Wald und Montafon und rund 12 Grad im Rheintal und Walgau. Tagsüber scheint verbreitet die Sonne. Über den Bergen von Bregenzer Wald, Verwall, Silvretta und Rätikon türmen sich ein paar größere Quellwolken auf. Es bleibt aber auch dort ganztags trocken und gewitterfrei. Über dem Rheintal und Walgau bleiben die Schönwetterquellwolken klein. Hier gibt es sonniges und sommerlich warmes Wetter mit Temperaturen von 24 bis 27 Grad. Am Samstag weiter Sonnenschein von früh bis spät. Es herrscht gutes Heu-, Ausflugs- oder Badewetter. Am Morgen gibt es um 13, am Nachmittag rund 29, vereinzelt sogar 30 Grad. Auch der Sonntag bringt noch viel Sonnenschein. Am Nachmittag und Abend sind über den Bergen erste lokale Wärmegewitter möglich. Sie nehmen dann in Richtung Wochenbeginn langsam weiter zu. Insgesamt bleibt es aber beim frühsommerlichen Schönwetter.